Wenn die Brucker Innenstadt zur Bühne wird und die Zuschauer schon mal selbst zu Darstellern, dann treibt er sein lustiges Unwesen, der... Zwei Tage lang gastierten rund 80 Straßenkünstler aus aller Welt in Bruck und sorgten mit einem geballten Programm an Comedy und gewagter Akrobatik sowie einem attraktiven Kinderprogramm für ein besonderes Erlebnis der Sinne. Bei strahlendem Sonnenschein zogen die Künstler, Clown und Akrobaten am ersten Tag der zweitägigen Veranstaltung jung und alt in ihren Bann. Was macht jetzt diese Veranstaltung so besonders? Dass man sieht, was die Leute machen. Das ist ein Wahnsinn einfach, was die alles kennen. Ja, ist voll lässig, also ist lustig auch, die Gaukler zuschauen, ist ganz lustig. Das am Stadtplatz war, so welche Dinge ganz hoch geschmissen hat. Das war super? Mhm. Auch am zweiten Tag boten die Straßenkünstler und Gaukler den tausenden begeisterten Besuchern ein abwechslungsreiches und vielseitiges Programm. Egal ob Zauberei, Artistik oder Pantomime, die Darsteller beherrschten ihre Kunst auf höchstem Niveau. Danke, Gabriele! Was ausmacht, weiß ich gar nicht sagen. Die Atmosphäre, viel Leute sind und passt alles. Nein. Ich bin das erste Mal da, aber es war ganz super. Wir müssen von Rheinsee runterfahren. Aber wir haben das im Internet gesehen, aber das muss ich mir mal geben. Also extra wegen dieser Veranstaltung heute hier. Und sind Sie zufrieden? Gefällt es Ihnen? Ja, sehr, gar nicht. Ich bin schon dreimal auf den Tag gegangen, jetzt haben wir die Künstler schon angeschaut. Da. Ja, ist auch eine eigene Sache, das, gell? Das, wenn man das so macht. Aber nicht nur für die Besucher ist der Mundschalk mittlerweile ein nicht mehr wegzudenkender Fixtermin im Veranstaltungskalender. Auch die Gaukler freuen sich alle Jahre wieder hier dabei sein zu dürfen. Ja, wir waren schon zigmal hier, also das erste Mal vor 11 Jahren. Und hierher verschlagen hat es uns halt über Freunde, Bekannte, die uns hier empfohlen haben und so. Und dann sind wir 99 das erste Mal hier gelandet und dann seitdem sind wir treue Bruck-Fans eigentlich und kommen jedes Jahr wieder. Wie gefällt es euch im heurigen Jahr hier? Besser, anders? Ja, super dieses Jahr. Also wir haben schöne Shows bisher gehabt. Man sieht es ja hier, alles ist voll. Die Leute nehmen es gut an. Wir haben Glück mit dem Wetter. Wir kommen wieder gern. Die Organisation macht viel für uns. Es ist toll. Also es ist ein schönes Festival. Also können wir auch im nächsten Jahr wieder mit euch zwei rechnen? Ja, müsst ihr wohl. Ich komme fast jedes Jahr. Bin sehr gern dabei. Ist eins meiner Lieblingsfestivals. Ist sehr klein, Bruck an der Ruhr. Aber es ist irgendwie immer ein schönes Ambiente. Tolle Atmosphäre. Können wir auch im nächsten Jahr mit dir rechnen? Sicherlich. Ganz bestimmt. Wenn es wieder so ein Wetter ist wie dieses Jahr und nicht so viel regnet, immer gern dabei. Der Höhepunkt des Gauklerfestes, die Best of Murnschalk Gala, fiel bedauerlicherweise dem Regen zum Opfer. Doch auch das tat der guten Stimmung in der Innenstadt keinen Abbruch. Und dank des großen Besucherandrangs am Nachmittag war der diesjährige Murnschalk erneut ein voller Erfolg für die Veranstalter.